Hallo und damit ein herzliches Willkommen bei einer neuen Folge von Assassin's Creed Odyssey. Das Vermächtnis der ersten Klinge, der erste DLC. Viel Spaß! Gut, sprich mit Natakas über die Situation. Gehen wir rein. Okay. Das war nicht das erste Dorf. Der Orden tritt immer mehr in Erscheinung. Ein weiterer Grund, im Schatten zu bleiben. Und Unschuldige sterben lassen? Unschuldige haben ihr Leben verloren. Du kannst nicht alles allein regeln. Wir müssen vorsichtig sein, Natakas. Das weißt du auch. Deine Dörfer, Herr, seit Spartiaten befehligen, von einem wütenden alten Mann angegriffen werden. Ich habe schlechte Laune. Antworten. Jetzt. Wie hast du uns gefunden? Sie weiß es von mir. Willst du noch mehr Geheimnisse ausplaudern? Ihr müsst doch wissen, was hier vor sich geht. Diese Perser, die Spartiaten befehligten. Der Orden der Ältesten. Eine mächtige Geheimgesellschaft, die Persien über zahllose Regenten hin kontrollierte. Eine Geheimgesellschaft? Davon gibt es ja einige. Ich habe dich das bereits gefragt, als du mich töten wolltest. Wer bist du? Dareus. Ein Name allein reicht mir nicht. Sie verdient es. Es gab schon immer Leute, die nur auf Macht und Kontrolle aus waren. Und dann gab es jene, die sich ihnen entgegenstellten. Und wozu gehörst du? Lass mich dir eine Geschichte über den großen König Xerxes erzählen. Es war vor vielen Jahren. Persien. Eure Tode bedeuten nichts. Der Orden ist unaufhaltsam. Und all ihre Macht konnte dich nicht beschützen. Nicht vor mir. Seitdem sind sie uns auf den Fersen. Jemanden, der so eine Geschichte erzählen kann, trifft man nicht oft. Ich erzähle sie auch nicht oft. Aber der Orden, er ist jetzt hier, brennt Dörfer nieder und schlachtet Unschuldige ab. Wonach suchen die? Es geht nicht um uns. Wir waren hier sicher. Der Orden der Ältesten hat unsere Fährte vor langem verloren. Nein, der Jäger jagt dich. Dich und deinesgleichen. Die Verdorbenen. Du musst dich nun entscheiden.
Bekämpfe sie oder verschwinde. Vater! Schatten einer Legende. Gut. Aber schau ihn hoch. Nicht, dass ich wieder eine falsche Mission, Quest mache. Entarne den mittleren Zweig der Jäger. Nächster Zweig, super. Okay. Also der ist eh markiert, passt. Natakas, so. Okay, dann können wir das Pferd nehmen. Aber nicht dieses, sondern meines. So. Sandra. Hoppala. Cassandra, was machst du denn hier? Das wollte ich dich gerade fragen. Praktische Arbeit hilft mir dabei, meine Gedanken zu ordnen. Du jagst gern. Ja, es gibt hier meistens Hirsche. Immer wenn ich dich sehe, rettest du Leben. Du beendest sie nicht. Nun, ich sehe kein Problem, wenn man es ausgewogen und mit Respekt vor dem Tier tut. Ein schöner Gedanke. Ich wollte gerade los. Willst du mich begleiten? Ja, gehen wir jagen. Ich glaube schon. Sehr schön. Mal sehen, wie gut du wirklich bist. Wie viele Hirsche kannst du wohl erwischen? Finden wir es aus. Das Wild ist normalerweise hier. Scheiße. Jetzt rennt man der davon. Hm? Der Reos kämpft gut. Sicher übt er viel. Und das jeden Tag. Trotz seines Alters. Was? Oh. So, wo ist der? Wo ist denn der? Da ist er. Geht schon. Was ist los? Vertrau mir. Da. Eva? In Makedonien? Das sieht man selten. Köstlich. Achso, der ist. Oh, der Fuchs, der erste Schuss war schon tödlich. Und die ballern aus, drei Schuss. Was soll das? Sehr schön. Das macht alles gleich besser.
bist ein guter Koch, Natakas. Gut genug für die Götter. Ein altes Familienrezept. Meine Großmutter würde sich freuen. Wir sollten alle so genießen, die Götter. Wir? Götter? Wir können ja eine Weile lang so tun. In Wahrheit bin ich Söldnerin. Ich jage, um zu essen, wie du. Ich arbeite für Drachmen, wie du. Ich ziehe immer weiter, wie du. Doch ich sehe die Adlerfrau in dir. Deine Taten sind nicht nur Legenden. Nach allem, was in Makedonien geschah, wirst du nicht hierbleiben. Ich weiß nicht. Wir laufen immer weg, seit ich ein Kind war. Meine Mutter fand immer einen Weg. Egal, am Straßenrand oder in einer Höhle. Sie wärmte uns, beschützte uns. Sie gab uns ein Zuhause. Dieses Gefühl werde ich wohl nie wieder haben. Ist sie tot? Sie starb vor Jahren. Wie meine Geschwister. Es war der Orden. Damals sah ich meine Schwester Nema zum letzten Mal. Was ist mit dir? Mit deiner Vergangenheit? Auch ich hatte nie ein Zuhause. Ich musste immer für mich selbst sorgen. Geborgenheit. Ich habe sie nie gefunden. Wie auch immer. Ich glaube ohnehin nicht daran. Wir werden von der Vergangenheit geformt, aber nicht bestimmt. Du sagst, sie sind Perser? Dareios behauptet, König Xerxes getötet zu haben. Ha, das glaubst du doch nicht, oder? Warum nicht? Ich glaube es. Von allen Lügen, die er erzählen könnte, wäre diese die unglaubwürdigste. Diese Lüge wäre Dolos würdig. Ich weiß nicht mehr, was ich glauben soll. Dareios sagt, dieser Orden sei hier, um mich zu suchen. Im Motiv war auch die Rede von anderen. Es gibt noch andere wie dich? Wenn ich ihm Glauben schenke, ja. Aber woher weiß ich, dass Dareios nicht für den Kult oder den Orden arbeitet? Er hat doch gehört, dass du eine große Kriegerin bist. Vielleicht braucht er dich für den Kampf gegen den Orden. Wenn er nicht einer von ihnen ist. Die Frage ist doch, vertraust du ihm? Ah ja, wurscht. Ich vertraue Dareios. Er ist voller Rätsel, aber kein Lügner. Das klingt, als müsstest du zurück zu den Persern, wenn du wissen willst, was wirklich vor sich geht. Dareios verbirgt etwas. So viel ist klar. Dann sei vorsichtig. Sein Geheimnis könnte eine Falle sein. Ich werde so vorsichtig sein wie immer. Genau das macht mir Sorgen. Genau. Mehr Fragen als Antworten. Genau. Gut, dann sprechen wir wieder mit ihm. Mit Nataka. Ah, da bist du. Da bist du ja. So, geht schon.
da? Moment. Da gibt's Nebenquests wahrscheinlich, ne? Na, jetzt sprechen wir mal mit ihm und dann schauen wir uns das an. Los! Achso, da ist ja die Hölle. Da muss ich her. So. Good job. Dieser sture alte Mann, er sucht auf eigene Faust nach dem Jäger. Was denkt er sich? Er sagt immer, ich arbeite allein. Aber so wird er wahrscheinlich auch allein sterben. Er braucht meine Hilfe. Unsere Hilfe. Väter glauben immer, alles besser zu wissen. Du hast die Narben gesehen. Es werden mehr mit den Jahren. Wir müssen ihm bei der Suche nach dem Jäger helfen. Also, was jetzt? Mein Vater folgt seinen Hinweisen, aber ich habe meine eigenen. Der Jäger befehligt seine Handlanger, während er versteckt wird. Wir müssen sie finden und sie zwingen, uns zu verraten, wo er ist. Ah, ich mochte es allein. Zeig mir, wo sie sind, und ich bringe sie zum Reden. Einer der Handlanger des Jägers rekrutiert Einheimische für seine Todeseinheit, um dich zu finden. Du musst wissen, dass ich das auch meinem Vater erzählt habe. Ich hatte auch eine Vertraute, die den Orden ausspionieren sollte. Sie wurde zuletzt im Sumpfgebiet gesehen. Ich suche dort nach ihr. Außerdem sind in dem Dorf Potidia viele Menschen schwer erkrankt. Ich habe den Orden. Deine Vertraute im Sumpfgebiet. Weißt du, was passiert ist? Sie sollte einen Mann des Ordens ausspionieren. Er befehligte die spartanischen Truppen in der Gegend. Er könnte ihr Schreckliches angetan haben. Wir müssen sie retten und weitere Informationen über den Jäger beschaffen. Erzähl mir mehr über die Lage in diesem Dorf. Die Einwohner sind sehr krank. Dahinter kann nur der Orden stecken. Der Archon nimmt sich zwar des Problems an, aber ich zweifle an seinen Absichten. Du hast Dareos von einem Anwerber des Ordens erzählt. Wo finde ich deinen Vater? Er könnte etwas Neues wissen. Der Anwerber hielt Treffen rund um die Bauernhöfe in Makedonien ab. Einer liegt nahe dem Versteck. Ich gehe diesen Spuren nach, um den Jäger zu finden. Kjerin Atakas. Wir sehen uns in Portidia. Ich muss dort Untersuchungen anstellen. Die Jagd beginnt. Nun, so redlich ist abgeschlossen. Das war's für diese Folge. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch ein Gratis-Abo da. Wenn ihr nichts verpassen wollt, dann aktiviert die Glocke. Ciao, Baba, pfiat euch. Bis zum nächsten Mal. Euer Dad. Ich bin raus.